Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Chaos im Wald. Ja, letzte Folge haben wir, ja, genau, den Ponze hergebracht, glaube ich. Beziehungsweise den Cat zum Hof gebracht, den Bagger, den Mobilbagger. Und alles dahingestellt, genau. In der Zwischenzeit habe ich hier einmal Schotter hingelegt, bisschen, gesmoothed den Boden. Das sollte alles so einigermaßen passen hier. Eisbaggern ist hier schön. Holz irgendwie hinlagern oder so und kann ja halt dazu so ein Sammelplatz, sag ich jetzt mal hier. Das ist so ganz schick. Warum der Reifen hier in der Luft hängt, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Genau, und ich habe noch mehr gemacht als nur das, umbaumäßig. Da müssen wir aber kurz an den Hof gehen. Genau, das erste, was man sofort sieht, ist ja ein neuer Wohnwagen. Da kannst du mal genauso wenig fahren wie der Bus. Aber man kann jetzt zumindest hier sich umziehen. Wunderbar, hier zack zack habe ich Kleiderschrank, auch wenn er draußen ist. Habe hier schön Stuhl und alles schön. Und kann hier rein. Und habe es dann schön gemütlich hier drin. Komplett zu. Ist vielleicht ein bisschen wärmer als der Bus vorher. Genau, warum hier kein Bett drin steht, ist eine gute Frage. Jetzt ob das so ein Chemielabor sein soll oder was. Ja gut, aber ja gut. Das ist jetzt Kleinigkeit, mein Gott. Da steht ein Bett und gut ist. Irgendwann kommt ein Haus und dann ist gut. Und das Einschusslöcher? Ah, ja. Okay, ja, der war halt ganz billig zu kaufen. Kostet 7000 Euro. Kann man sich eher weniger beschweren. Und genau, den Bus habe ich jetzt, habe ich nicht verkauft. Mal gedacht, komm, der sieht so schön aus. Stellt man hier vorne einfach an die Straße. Bisschen mit Gebüsch und so. Klar ist der halt der Schlafpunkt hier immer noch. Den kriege ich halt auch nicht weg. Was würde ich da sagen? Deswegen einfach schön als Deko hier vorne hingestellt. Und gut ist. Einfach gerade mit rumgeschoben und so irgendwie. Genau. Da, zu der Sache kommen wir gleich. Genau. Ich habe einmal einen Zaun hier ums Grundstück mal gebaut. So einfach mal so grob, mal so blöd. So einfach gedacht, warum nicht? Wenn hier ein paar Pfosten falsch rumstehen, aber gut. Dann habe ich mir weiterhin Gedanken gemacht wegen Haus. Habe ich schon einen Favoriten? So ein Mod-Haus da, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde, kann ich es euch zeigen. Gut, das sind die Platten, möchte ich noch ersetzen. Das war auch ganz schick. Aber ich glaube, betreten kann man die nicht. Glaube ich, oder? Ja, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, der Schlafpunkt ist außen. Gute Frage. Könnte sein, dass man sie betreten kann, weiß ich nicht. Aber ich habe einen ganz schicken Mod mit drin. Das war das hier. Das Ranch House, 100.000 Euro. Würde perfekt hier hinpassen. Hat man dann eine schöne Aussicht hier, schön runter und Terrasse und alles. Und genau, das würde perfekt hier oben hinpassen. Aber halt erst, wenn wir dafür Geld haben. Was aber schon mal entstanden ist, ist eine Garage für die Autos. Da muss man einmal kurz hier runterlaufen. Und da haben wir hier eine wunderschöne Hütte stehen. Die passt auch Optik her zu dem Haus dazu. Ist halt dasselbe Mod. Also ist eine, das ist ein Mod-Paket. Haben wir hier direkt schön am Ding hier so eine Hütte gebaut. Die hat perfekt gepasst. Einziges, was noch so ein bisschen blöd ist hier drin, ist dieser Baum. Wo ich mal noch mit der Fräse herkommen muss irgendwann. Und den wir schnell wegmachen. Weil das geht nur mit der Fräse weg, deswegen. Und der zweite Pickup sollte auch noch reinpassen hier. Sieht eng aus, aber sollte passen. Der Jeep müsste sein, genau. Kann man da wunderbar hier aufmachen. Kann hier dann rausfahren. Ja, und ansonsten kann man ja theoretisch noch hier drüben irgendwas hinbauen oder so. Wegen Platz für Anhänger oder so, keine Ahnung. Oder man lässt sie einfach oben. Aber so haben die Autos halt einen gesonderten Platz. Weil das Haus dann irgendwann hier steht, passt es dann perfekt. Gut, dann kommen wir noch zur letzten Sache. Ich habe den ganzen Kram auch nicht aufgenommen, weil ich das irgendwie ehrlich gesagt vergessen hatte kurz. Und dann war ich dann so mitten im Bau und habe mir gedacht, ach komm, jetzt brauche ich es auch nicht mehr aufnehmen. Genau, habe hier noch eine weitere Halle hingebaut. Deswegen ist der Kontostand halt auch ein bisschen geschrumpft, logischerweise. So eine schöne Hörmann-Halle. Diesen Ticken. Weißt du, von der Höhe her weiß ich nicht. Ich glaube, das Tor ist sogar fast einen Ticken größer als das hier.
Außerdem ist sie ein bisschen länger nach hinten. Das kann man ganz gut von der Seite sehen. Die sind vielleicht so 1 Meter oder so länger als die andere. Ist halt aus Holz. Und ist halt braun. Da ist auch wieder ein Busch drin, den muss man irgendwann fräsen. Genau, da hatte ich mir jetzt vielleicht überlegt, dass man die IT-Bahn da reinstellt. Vielleicht. So irgendwie. Die muss man halt da wegstellen hier vorne. Müssen wir mal noch machen. Und dann habe ich den Boden halt weiter angeglichen. Hier so ein bisschen. Also klar ist halt hier auch mit Erde drin. Das lässt sich dann nicht vermeiden. Wenn ich jetzt hier wegmache, dann fliegt der Teil in der Luft und dann lasse ich lieber hier drin die Ecke und dann ist gut. Deswegen, hier steht noch ein Container. Ja, und hier geht es dann weiter den Hang runter. Gut, deswegen würde ich jetzt sagen, nehmen wir schnell den Radlader und stellen die Dinger mal da rein. Und genau so machen wir das. Und falls euch fragt, wo der Bagger ist, der Cat, der ist unten bei meinem alten Waldgrundstück. Also ist immer noch mein Grundstück, aber halt das vorherige. Ja, ist auch egal. Und hab probiert wegen der Presslufthammer, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber da hat es auch nicht so ganz bloß funktioniert. Ich muss da mal noch gucken, woran das genau liegt. Ob das an dem Mod liegt oder was es liegt oder keine Ahnung. Zumindest funktioniert der Presslufthammer nicht. Wie er normalerweise funktionieren sollte. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn ja nicht vorher mal irgendwie getestet. In einem anderen Spielstand oder so. Deswegen kann sein, dass er irgendwie nicht funktioniert oder so vielleicht. Weiß man nicht. Okay. Jetzt probieren wir mal das hier. Müsste ich halt zusammenklappen können. Perfekt. So. Ne, fahren wir kurz ein Stückchen zurück. Es ist halt theoretisch einfach nur andersrum lenken. Also, ja. Jetzt muss die andere Mulde mal kurz zur Seite schieben. Ja, kein Problem. Oder Plattform, ja auch egal. Gut, und jetzt schieben wir das da hinten rein. Einfach schön da in die Ecke. Gut ist. Würde ich sagen. So. Gut. Weltklasse. Stellen wir gerade die anderen neben dran. Und dann sind die doch schon mal unterm Dach untergebracht. Da sie trocken sind. Der Cat da jetzt reinpasst, habe ich ehrlich gesagt nicht getestet. Ich glaube, der war da schon weg, als ich die Halle gebaut habe. Aber vielleicht passt der ja da rein. Dann hat man da vielleicht auch noch einen Platz für. Aber hauptsächlich ist der eigentlich für die. Ist die Halle hauptsächlich für IT-Runner gedacht. Plattform und so. So ist das hauptsächlich gedacht. Aber da passt da schon gut was rein. Da sind so 3-4 Stück nebeneinander. Aber theoretisch sogar 4, ja. Wenn die immer gleich breit sind und immer so breit wie ungefähr die Streben hinten an der Wand, so die Trägerdinger. Sieht das gar nicht mal so schlecht aus, dass da auch 4 Stück nebeneinander passen. Deswegen. Gut, perfekt. Muss schon nur noch Gedanken machen mit den weiteren. Also die beiden Unterstände werden auch mit der Zeit verkommen, ist klar. Es wird alles so nach und nach erneuert und modernisiert und vergrößert vor allem. Aber so haben wir jetzt zumindest schon mal etwas mehr Platz. Etwas. Würde ich sagen. Gut. Dann sind wir hier fertig. Machen. Oh. Einmal das Hallentor zu, wollte ich sagen. Hat es eigentlich Licht? Ah, hier. Ah, hat auch Licht theoretisch. Okay. Gut, brauchen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, wir machen es dazu. Wunderschön. Und dann mit theoretisch könnte man dann hier auch noch nach den Stellen ein. Und dann wird es aber, denke ich, irgendwann zu steil und alles dann. Denke ich mal. Das sehen wir da. Ich baue ja immer gern weiter. Kostet aber halt auch Geld. Von daher. Muss man halt sehen. Okay, hier eine Palette, eine Palette, eine Palette. Was soll noch viel drin? Was ist da noch viel drin?
Das ist ja auch noch drin. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, lege aber los im Fällen, oder? Einfach mal hier so ein Stück los da herum da. Rum da dum da du. Apropos Länge. Was geht denn auf den Ponse drauf? So ganz hilfreich erst einmal. 5 Meter. Kann der das theoretisch irgendwie ausfahren? Sagen wir mal 6 Meter. Nope. Okay, hätte ja sein können, dass der das vielleicht ausfahren kann. Gut, dann sagen wir 5 Meter. Und die Plattform kann ja. Plattform kann ja theoretisch 7 Meter oder was. Deswegen. Upsala. Jetzt bin ich aus dem Spiel rausgetappt. Ehu, ehu. Weil die Maus ein bisschen falsch gerade. So. Und würde ich sagen, wir bleiben bei den 6 Metern wie vorher auch. Und gut ist dann. Wenn ich merke, es geht noch mehr, dann ist okay. Aber. Lass mal erstmal so, wie es ist. Apropos, stell gerade mal den Bagger aus der Seite. Aus der Seite? Aus dem Weg, aber egal. Gut, der Stein muss halt auch nochmal öffnen. Das ist halt. Wäre nicht ganz verkehrt. Okay. Machen wir den auch weg. Dann können wir jetzt mal loslegen. Und Bäume fällen. So wie früher. Einfach Baum für Baum fällen. Beziehungsweise erstmal hier einen Plan finden, wie wir anfangen. Also am besten aufpassen, dass wir es nicht ins Wasser schmeißen. Das wäre schon einmal gut. Glaube ich. Nein, stopp, vorwärts. So, genau. Dann legt man das einfach hier mal auf den Haufen. Und hoffen mal, dass das dann kein Problem sein wird, aufzunehmen. So, kommt den kleinen Fan auch noch. Wenn ich was sehen würde. Und mit diesen ganzen Büsche da. Und ich würde sagen, drüben auf der anderen Flussseite. Dafür kaufen wir dann die andere große Seilwind, also die, wie heißt das nochmal? Halt diese Turmseilwinde da, wie ich sie ja schon für Traktor habe. Die halt nur, ich sag jetzt mal, bergab winden kann. Bergauf, aber egal. Mein Gott. Hallo? Schmeißt es aber auch eine Qual hier, gell? Darf ich das sagen? Es ist eine Qual manchmal. Aber naja, gut. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Oder? Ja. Genau. Nichts Unmögliches. Wie gesagt, genau diese Seilwinde da. Vielleicht denke mal, ihr wisst alle, was ich meine. Und dann tun wir die einmal schön über den See hier drüber ziehen. Dass wir die dann direkt hier drüben haben. Das ist das Einfachste. Ich habe das Gefühl, der Baum ist recht schwer. Kann es sein? So wie der Komatsu ein bisschen abhebt gerade. Der steht mir gerade nicht so ganz gerade. Ah, jetzt. Okay. Jetzt ist er doch etwas gerader. Alles klar. Sehr schön. Gut, der da hinten ist zu groß, denke ich, für einen Komatsu. Den lassen wir dann eh. So, hier haben wir einen Top-Kandidaten zum Fällen. Da ist nicht immer die Frage, ob man ihn überhaupt fällen oder nicht. Weil der ist tot. Also her mit. Her mit dem Kollegen.
Ganz einfach. So, die zwei kleinen da links lassen wir mal stehen. Ich mache das einfach so nach Lust und Laune, sage ich mal. Welche kleinen ich stehen lassen und welche nicht. Bin ich offen und ehrlich. Das. Ja. Ist halt einfach. Mal so, mal so. So, dürfte ich diesen Baum bitte nehmen? Ah, sehr gut. Manchmal sind sie ganz schön. Störrisch. Oder eher gesagt zickig. Dass sie nicht ganz so gefällt werden wollen. Aber okay. Gut, dann würde ich aber sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Euch Umbauten am Hof gefallen haben und hier auch immer das jetzt fällen. Genauso könnt ihr gerne ein Abo da lassen, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, wie wir das hier weitermachen. Wie wir das dann mit dem Pons einsammeln. Und alles dann zum Sägewerk bringen wahrscheinlich wieder. Und genau, Kommentar könnt ihr auch gerne schreiben, wenn es euch gefallen hat vielleicht. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin auch kein großer Kommentarschreiber bei anderen YouTubern, von daher bin ich da ehrlich. Genau, würde mich auch trotzdem freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Tschüss.